try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Guten Morgen. Wir haben heute Samstag. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt gerade die Flaschen sauber gemacht und müsste meinen Zopf mal machen, denn ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Tim hat die Kleine jetzt gerade noch gefüttert. Danach war so ruhig, jetzt ist sie irgendwie so in einem Mittelstadium. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir, dass ich heute, wie gesagt, mit euch mal über das Thema Flasche, Stillen, bla bla bla, einfach mal kurz reden wollte. Und euch möchte so unsere kleine Emily-Ecke zeigen. Aber ich werde die Kleine jetzt erstmal anziehen. Das machen wir dann gleich. Obwohl, ich kann es eigentlich auch jetzt machen, ne? Weil die ist ja gerade noch ruhig. Also, wie gesagt, wir haben gestern, oder auch nicht ruhig, wir haben gestern vor 6 Wochen entbunden. 6 Wochen, ja. Ich frage mich immer noch, wie die Zeit dann ist. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in jedem Video sagen, deswegen lasse ich es jetzt. Und ich habe vor der Geburt immer mal wieder mit dem Thema so gerungen, so still ich jetzt oder still ich nicht. Einfach wegen meiner Magen-OP. Mir super oft, zum Beispiel auch meine Hebamme oder so gesagt haben, dass es sein kann, dass es halt einfach nicht funktioniert, weil ich zum Beispiel zu wenig Nährstoffe dann in meiner Milch habe, weil ich ja gar nicht so viel zu mir nehmen kann. Dann einfach die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Kleine von der Milch, die ich selbst produziere, nicht satt wird. Und das war für mich dann immer so, möchte ich das jetzt riskieren oder nicht? Also ich habe im Krankenhaus dann, nachdem ich dann wieder im Kreißsaal war, das erste Mal angelegt. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. So haben wir das dann auch die Tage über durchgezogen. Das wurde dann irgendwann auch ein Ticken mehr. Aber das war's dann auch. Also da kam jetzt nie wirklich viel. Ich habe dann alles Mögliche versucht, das irgendwie anzuregen. Wie gesagt, mit meiner Hebamme, die halt auch, ne, hier zu uns nach Hause gekommen ist nach der Geburt. Mit der habe ich auch einiges probiert. Aber es kam halt einfach gefühlt nichts. Es war immer nur die Menge, die ich quasi auch verloren habe, als ich noch schwanger war. Weil da hat man ja dann diese Vormilch und so und das ist ja nicht wirklich viel. Das sind ja immer nur so ein paar Tropfen. Ich hatte oft das Problem, dass ich ausgelaufen bin und dann halt komplett dreckig war, jetzt nach der Geburt. Aber im Endeffekt hat es halt trotzdem, wenn ich sie dann stillen wollte, nie dafür gereicht, dass ja, sie satt geworden wäre. Deswegen haben wir uns dann am Ende dazu entschieden, okay, es ist kompletter Schwachsinn, wenn wir jetzt Wochen, Monate lang weiter versuchen, dass es irgendwie ansatzweise funktioniert. Vor allem, da sie ja bei der Geburt eh nicht viel gewogen hat. Nach der Geburt hatte sie ja logischerweise ein bisschen abgenommen, aber am zweiten Tag nach der Geburt hatte sie wieder richtig gut zugenommen. Also da hatte sie schon viel mehr wieder als ihr Geburtsgewicht. Deswegen haben wir gesagt, es ist eigentlich schwachsinnig, wenn wir jetzt mit dem Stillen irgendwas versuchen auf Biegen und Brechen und am Endeffekt nimmt sie dann wieder ab oder so, weil sie hatte hier auch erstmal ein bisschen wieder abgenommen, nachdem wir wieder zu Hause waren aus dem Krankenhaus. Ich wollte halt nicht, dass es rapide weiter runtergeht, weil wie gesagt, ihr Gewicht ist ja eh nicht wirklich hoch. Und dann haben wir uns mit meiner Hebamme und so unterhalten, was wir jetzt schlussendlich dann machen. Und sie hat dann gesagt, man kann halt versuchen, ein bisschen zu stillen und dann halt zuzufüttern, logischerweise. Und das haben wir dann auch erstmal gemacht. Das Problem an der Sache war, dass dadurch, dass wir dann zugefüttert haben, irgendwie meine Milch immer weniger wurde und immer weniger und immer weniger. Und ich gefühlt mittlerweile einfach nur noch Tröpfchen produziere. Und ich nicht glaube, dass sie davon satt wird, von so ein paar Tröpfchen auf einem heißen Stein. Deswegen haben wir quasi immer mehr Pränahrung dann genommen, statt Muttermilch, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Ja, ich mich da irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass mein Körper das automatisch gemacht hat, weil ich mich wahrscheinlich schon darauf eingestellt habe, dass ich nicht stillen kann. Ich weiß nicht warum, aber wie gesagt, ich habe ja vor der Geburt immer mal wieder dann überlegt, so, bringt das überhaupt was? Weil wenn ich ja eh nicht so viel Milch produziere oder meine Milch zu viele Nährstoffe hat, dass sie dann dadurch satt wird. Wahrscheinlich habe ich mich da einfach zu sehr reingefuchst mit meinem Hirn und deswegen hat mein Körper sich am Ende so gedacht, okay, anscheinend willst du das nicht, deswegen übernehmen wir das dann für dich, dass wir das einfach sein lassen, keine Muttermilch produzieren und so habe ich das Gefühl, dass das ungefähr so war. War natürlich nicht ganz so geil, weil man sich dann auch irgendwie ja, das ein bisschen anders vorgestellt hat. Vor allem habe ich mir dann am Anfang so gedacht, ja okay, wenn wir dann halt nur zum Beispiel halb zufüttern und die andere Hälfte dann halt stillen, ist ja auch noch okay. Aber sollte wohl leider nicht so sein. Ne? Wie gesagt, aktuell habe ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen, aber ich habe jetzt auch gesagt, dass ich dann jetzt abstille, weil das ist für mich einfach ja blöd. Wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit auch während der Schwangerschaft ja schon ein paar
psychische Probleme, was das alles so anging und ich ja sehr viel Schiss hatte und so in der Schwangerschaft und mich das ja alles schon teilweise sehr fertig gemacht hat, jetzt nach der Geburt dann auch ab und zu noch, weil ich ja nicht direkt so konnte, wie ich wollte. Dann noch das Thema Stillen und ich wollte es jetzt nicht weiter in die Länge ziehen und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, stille ich einfach ab. Jetzt habe ich so eine Abstilltablette bekommen vor, ich weiß es schon gar nicht mehr, 3 Wochen, 4 Wochen, ich habe keine Ahnung. Und genau, ja, deswegen, das ist das Thema, das ist der Grund, warum wir nicht stillen. Und selbst wenn ich mich von Anfang an dazu entschieden hätte, nicht zu stillen, wäre das genauso okay, weil ich finde, das sollte einfach jeder selber entscheiden. Ich weiß nicht, was an Pränahrung verwerflich ist. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass Muttermilch halt besser ist, weil ne, die Kinder dadurch auch Antikörper produzieren etc. Brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir alle. Aber keine Mutter ist eine schlechtere Mutter, nur weil sie Pränahrung füttert. Und das wollte ich jetzt gerade einfach nur mal anmerken, genau. Welche Pränahrung wir füttern, da möchte ich einfach nichts zu sagen. Ich finde, das sollte jeder selber entscheiden. Da gibt es super viele verschiedene Marken auf diesem Markt. Deswegen, ja, soll einfach jeder das nehmen, womit er sich am wohlsten fühlt, was er denkt, wäre am besten. Ich möchte mich hier keine Diskussion auslösen von wegen, oh, wie kannst du das denn nur benutzen? Und oh. Ja. Eher weniger. Ich drehe euch jetzt mal um und zeige euch mal hier so unsere kleine Milchstation. Also fangen wir mal hier an. Wir haben hier natürlich einmal die Vitamin D3 Tabletten. Das sind die hier, die wir aus dem Krankenhaus noch mitgekriegt haben. Wir haben jetzt noch ein Rezept vom Kinderarzt bekommen für eine neue Packung. Hier ja, steht sonst unsere ganze Flaschenparade. Natürlich einmal Thermoskanne, wenn wir unterwegs sind. Wir machen das übrigens immer so, dass wir heißes, abgekochtes Wasser mitnehmen und dann kaufen wir immer noch dieses Babywasser bei DM. Das mischen wir dann, wenn wir halt unterwegs sind und es klappt auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir hier, wie ihr seht, Flaschen von Avent. Die finden wir sehr gut. Wir haben hier unten auch noch andere Flaschen drin, zum Beispiel die von Mom haben wir noch. Die haben wir bis jetzt allerdings noch nie ausprobiert. Ja, einfach weil ohne Grund. Auf jeden Fall sind die noch hier unten drin. Irgendwann werden wir die wahrscheinlich mal ausprobieren. Ja, und sonst liegt hier unten noch so ein Nullersauger. Den hatten wir am Anfang, weil die Kleine sich einfach viel zu sehr verschluckt hat. Mittlerweile haben wir die einsam. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier mittlerweile auch die großen Flaschen von Avent. Wir hatten jetzt vorher nur die kleinen, weil logischerweise noch nicht so viel getrunken hat. Da haben wir jetzt hier diese, was ist das, Kunststoff, keine Ahnung, Flaschen und Glas. Und von den großen haben wir auch 2 Kunststoffgroße und 2 Glasgroße. So, und dann kommen wir zu unserem geliebten Baby hier. Und zwar haben wir es uns ganz einfach gemacht und uns eine Baby-Kaffeemaschine quasi gekauft. Es ist eine Milchmaschine, die euch die Flasche zubereitet. Ja, jetzt werdet ihr alle sagen, oh mein Gott, wie unnötig. Nö. Also nachts erleichtert das auf jeden Fall die Arbeit, vor allem wenn man nicht mehr wirklich wach ist, dann macht das Ding das alles von alleine und man muss sich auf nichts konzentrieren. Also hier oben kommt das Pulver rein, wie ihr seht. Hier hinten habt ihr dann einen Wassertank, wie gesagt bei einer Kaffeemaschine. Und das muss man dann natürlich auch immer auswechseln, damit es halt frisch und abgekocht ist. Wir haben uns halt wie gesagt dazu entschieden, wir haben die Maschine auch schon, ja nicht relativ früh geholt, aber wir haben sie einfach mal zur Sicherheit geholt. Wie gesagt, falls es mit dem Stillen halt nicht geklappt hat, hätte es doch vollkommen funktioniert, hätten wir die wieder zurückschicken können. Die stand halt hier die ganze Zeit quasi unbenutzt. Also hier war ja nichts drin, kein Wasser, kein Pulver, kein gar nichts. Die stand einfach nur hier. Wir hätten die natürlich auch jederzeit dann wieder zurückschicken können. Also es war kein Problem. Ich werde euch die mal unten verlinken. Ja, also wir finden die auf jeden Fall sehr cool. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, ob er sowas machen will oder nicht. Ne? Das war so mein Thema, nein, meine Antwort zum Thema Stillen, Pränahrung, Flasche, whatever. Und was wir so benutzen. Genau, außer natürlich, wie gesagt, die Pränahrung. Weil das sollte halt jeder selber entscheiden. Ne? So, wie viel haben wir jetzt? Keine Uhr hier. 11:45. Ja, wie gesagt, Tim hat die Kleine jetzt gerade gefüttert und jetzt ist sie da im Milchkoma. Aber bin ich eigentlich nicht diejenige, die noch ihr Wochenbett hat und eigentlich im Bett liegen sollte? Ja, du hast wahrscheinlich wieder ins Bett verbracht. Ach, hab ich. Baby schläft. Mal gucken, wie lange noch, wenn du jetzt gleich aufstehst. Ich habe gerade schon mal Klamotten rausgesucht. Ich habe übrigens hier den Wickeltisch so ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, ob es euch so aufgefallen ist. Ich habe das zweite Regal, was da rechts war, weggemacht. Und wir haben den Mülleimer jetzt hier rüber verfrachtet. Die Feuchttücher auch. Genau, und jetzt haben wir hier drüben ein neues Bild stehen. Ich finde das ganz cool. So Geburtsdaten und so. Sehr schön, ne? Und hier sind aber weiterhin die Pampers. Ja, hier jetzt die Dinger. Also wie gesagt, der ganze Wickeltisch ist jetzt einfach ein bisschen leerer. Finde ich sehr, sehr schön. So, ich habe der Kleinen jetzt gerade schon mal Klamotten rausgesucht. Es gibt einmal heute diesen Body hier. Weiße Söckchen einfach. Und dazu gibt es diese Hose hier.
Die Süßen. Ich liebe die. So, wie gesagt, mal gucken, wann Madame wach wird. Ob die jetzt gleich wach wird, wenn Tim aufsteht oder weiter schläft. Und dann wird sie fresh gemacht und umgezogen. Gesaugt und jetzt haben wir uns dazu entschieden, also wir wollen jetzt erstmal frühstücken. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, dass wir heute kein Brot essen, einfach weil ich jetzt auch gar kein Bock auf Brot habe. Ich hoffe erstmal, oh, sieht schlecht aus, glaube ich, weil wir nur noch ganz wenig haben. Ich habe eine Portion. Mache ich einfach nur eine Portion. Ja, nochmal. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt zu entschieden, eigentlich Milchreis zu machen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das hier alles so passt, weil wir nämlich nur noch das hier an Milchreis haben und das ist nicht mehr viel. Und ich jetzt nicht weiß, ob das reicht. Wir werden jetzt einfach die Hälfte machen. Müsste ja funktionieren. Ich hoffe, das reicht. Wir machen den Milchreis übrigens immer im Thermomix, einfach weil ich keinen Bock habe, dabei am Herd zu stehen und das bei mir eh immer verbrennt. Ja, gerade so noch. Milchreis läuft jetzt. Ich sehe aus, ich muss gleich echt mal duschen gehen. Meine Haare. Das Schlimme ist ja das Brennen in den Augen. Du bist echt frech, ne? Du hast nicht mal guten Morgen hier gesagt, du bist schon frech. Guten Morgen. Ja, wie gesagt, Milchreis läuft jetzt und ich wollte mal gerade so etwas zum Thermomix sagen. Ich kriege nämlich super auf die Frage, ob ich mir den wieder kaufen würde. Ich würde sagen, 60% ja, 40% nein. Gibt auch bestimmte Gründe dafür, unter anderem, der ist natürlich mega cool, man kann jetzt andere Sachen machen, während der jetzt kocht. Es gibt super viele Rezepte, die man hat und das ist auch nicht teuer im Jahr, was du dafür dann zahlst. An sich ist das Teil schon geil, aber da gibt es so einige Sachen, wo ich mir denke, und das für ein Ding, das über 1000 Euro kostet, also das finde ich schon hart, der hängt teilweise so sehr, wie auf so einem alten Touch-Handy. Noch nicht mal Smartphone, sondern ein altes Touch-Handy. So hängt der manchmal, dass man da drauf rumdrückt und der absolut nicht rafft, dass man da gerade drauf gedrückt hat. Dann hängt der teilweise total nach, mit der Waage dann auch mal. Och, schrecklich. Also das sind Sachen, wo ich mir denke, und das für 1000 Euro, das ist einfach nur happig. Und dann gibt es manchmal einfach Rezepte, die die 1000 Mal überarbeiten. Und im Endeffekt werden die Rezepte einfach nur schlechter als besser. Und das nervt mich so ein bisschen. Zum Beispiel bei Kartoffelpüree. Wir hatten am Anfang das perfekte Kartoffelpüree damit. Und mittlerweile kannst du dieses Kartoffelpüree aus dem Thermomix vergessen. Das schmeckt einfach nicht mehr. Das ist so richtig... Kleister. Ja, stimmt, wie Kleister. Das ist wie Kleister. Das klebt so sehr, das ist schon so widerlich. Macht dann natürlich keinen Spaß damit zu kochen, wenn es teilweise so hängt. Dann hat er manchmal Verbindungsprobleme mit dem WLAN. Also, wie gesagt, für ein Ding, was so 1000 Euro kostet, ich weiß nicht. Ist halt schon echt teuer und das sind halt schon echt Sachen, wo ich mir denke, muss nicht sein. Das ist einfach nur so mein Fazit. Wie gesagt, der Milchreis kocht jetzt gerade. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht jetzt gleich schnell duschen gehe. Einfach damit ich es erledigt habe, weil ich muss dringend meine Haare waschen. So, für uns geht's jetzt ins Schlafzimmer. Emily hat mich gerade angespuckt und deswegen werde ich sie jetzt direkt mal umziehen, wickeln. Ich habe gerade mal das Spucktuch rübergehangen. Falls ja noch was rauskommt, ne? Steht gerade hier unter der Heizlampe. Habt ihr, denke ich, mal eben gesehen, wo die steht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Frage gekriegt, ob das überhaupt irgendwas bringt, weil die ja da so an der Seite steht, ob die hier überhaupt Wärme macht. Ja. Also wenn man hier seine Hände hinpackt, dann kommt hier auf jeden Fall Wärme hin. Und falls nicht genug sein sollte, haben wir ja immer noch die Heizdecke. Ja. Ne? Dann haben wir immer noch die Heizdecke. Oh. Ja. Mhm. Okay. Mittlerweile fängt die an, wenn man so richtig aufgesetzt lacht, so, dann fängt die auch an, zurückzulachen.
Man selber fühlt sich zwar richtig dämlich dabei, aber Hauptsache die lachst, ne? Meine Mutter, die hat jetzt, als sie das letzte Mal hier waren, hat die Emily mit so großen Augen angeguckt und die hat das dann die ganze Zeit zurückgemacht. Die lag dann da so. Ne? Das fängt sie mittlerweile auch an. Das Treten, ne? Das Treten. Ich habe übrigens jetzt auf, wann war das? Irgendwann jetzt die Tage. Habe ich auf Instagram ein Bild geteilt, dass die Kleine mittlerweile richtig gut ihren Kopf halten kann, wenn die auf dem Bauch liegt, ne? Kannst du deinen Kopf richtig hoch aufrecht halten schon, ne? Das sieht toll. Und heute Morgen habe ich sie hier aufs Bett gelegt und da hast du dich gedreht. Habe ich sie auch auf den Bauch gelegt, weil, ne, ich will ja, dass die ein bisschen trainiert. Gesundheit. Dann hat sie sich das erste Mal vom Rücken, nein, vom Bauch, auf den Rücken gedreht. Bin ich sehr stolz gewesen, ne? Einmal die lange Mähne kämmen. Aha, okay. Zeig mal deine langen Härchen hier, ha? Härchen kämmen. Deine lange Mähne hier. Oh, das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Ja, hey. Ach, Emily. Sich voll gekotzt. Ich hab dich gerade angezogen. Darf ich dich wieder umziehen? Ja, erwartest du das jetzt von mir? Ja? Das ist aber schön, dass du das möchtest. Okay, ich werde die Kleine mal umziehen. Ich hab's ja nicht gerade gemacht. Und dann werden wir gleich essen. So, fertig. Jetzt hat sie einfach nur einen weißen Body an. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Jetzt ist es halt einfach ein weißer Body, ne? Der Mittelschreis ist fertig da. Hat jetzt gerade gebimmelt. Werde ich uns jetzt mal auf den Teller machen. Und dann werden wir essen, ne? Ich habe es übrigens, wie gesagt, nicht geschafft, duschen zu gehen. Werde ich dann, ja, gleich mal. Sieht doch sehr lecker aus, oder? Ja. Wünsche dir einen guten Hunger. Ich dir auch. Dein Fleck auf der Hose. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Talking to you and here we go again. Staying up online to see if you've been. Jetzt fertig mit Duschen und auch fertig mit meinen Haaren. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich würde jetzt vielleicht auf höchstens 10 Minuten schätzen. Und das ist bei meinen Haaren schon ein Highlight, weil wie ihr wahrscheinlich seht, meine Haare sind halt so mega dick. Bei denen dauert es teilweise echt ewig, bis die mal trocken werden. Mit dem nicht mehr. Ich liebe den. Ich habe den jetzt seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange. Einen Monat? Bisschen länger, ich habe keine Ahnung. So ein geiler Föhn. Ihr könnt, wie ich eben schon gesagt habe, hier oder gezeigt habe, hier Stufen einstellen. Also ob es kalt, mittel oder heiß sein soll. Und hier könnt ihr halt auch die Stärke einstellen. Also Stufe 1 oder Stufe 2. Der ist übrigens von Leifen. Hab das ausgesprochen? Leifen, ich glaube ja. Und hier vorne habt ihr so ein Ding, das ist halt mit Magnet, mit so einem Magnet befestigt. Voll geil. Ich finde den mega schön erstmal. Der ist klein und kompakt. Hat übrigens hier hinten kein Rausblas-Lüftungsding, sondern das ist halt hier unten dran. Deswegen muss man halt aufpassen, dass man hier unten den Föhn nicht festhält, sondern einfach hier. Ich finde den mega. Wie gesagt, ich brauchte jetzt ungefähr 10 Minuten, um meine Haare zu föhnen. Habe den jetzt auf der mittleren Stufe gehabt und die Kaltstufe habe ich jetzt nochmal genommen, um halt einfach die Hitze nochmal aus meinen Haaren rauszupusten. Und wie ihr seht, klar, die sind zwar mega voluminös jetzt auch und so, aber die sind halt einfach schon glatt. Und deswegen brauche ich dann überhaupt nicht mehr lang. Ich sehe aus wie Hagrid, ey. Und deswegen brauche ich auch nicht mehr so lange, um meine Haare dann zu glätten, weil an sich sind die ja schon glatt. Ich muss halt nur noch dieses krasse
Volumen, was sie halt haben, da rauskriegen. Aber sonst geht das Haareglätten auch so mega schnell mittlerweile. Würde ich mal den Föhn unten in der Infobox verlinken. Wie gesagt, ich finde den mega geil. Der ist auch gar nicht so teuer. Ich drehe euch mal um. Hier seht ihr meinen Duschvorhang. Wir machen jetzt mal Stufe 1 an, dann seht ihr mal, wie der pustet. Wird ein bisschen lauter, aber so laut ist der eigentlich gar nicht. Der hat halt nur eine andere Frequenz, würde ich jetzt mal sagen, wie ein normaler Föhn. Also. Stufe 2. Ja, okay. Puh. Gott, wir haben den Föhn mittlerweile auch super oft benutzt, wenn irgendwas von der Kleinen nass war und wir das dringend brauchten und es dringend trocken sein musste. Da haben wir das dann auch damit geföhnt. Also das geht wirklich innerhalb von gefühlt ein paar Minuten. Der Föhn ist wirklich mega, mega cool. Ich werde euch den, wie gesagt, unten in der Infobox verlinken und auch alles Mögliche zu dem Föhn mal unten in die Infobox packen. Also falls ihr auch irgendwie dicke Haare, lange Haare, was auch immer habt und ihr Ewigkeiten braucht, bis die glatt sind, dann ja, ist dieser Föhn, glaube ich, eine Anschaffung wert. Der ist sehr leicht, zwar ein bisschen laut, aber ich finde, wie gesagt, der ist eigentlich gar nicht laut. Der hat halt einfach nur eine andere Frequenz wie ein normaler Föhn und hat halt 3 Stufen, ne, was ich halt mega cool finde. Ich bin jetzt, wie gesagt, damit fertig. Ich weiß nicht, ob ich meine Haare irgendwie glätten soll, weil es regnet die ganze Zeit. Eigentlich lohnt sich das ja gar nicht. Oder ob ich die einfach nur in den Zopf mache oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Kleine schläft übrigens. Die wird aber jetzt gleich, denke ich mal, wieder wach, weil die Hunger hat. Und dann müssen wir uns auch langsam fertig machen, weil wir nämlich noch zur Kindergeldstelle müssen. Ja, wir haben den Antrag wieder zurückbekommen, weil wir was vergessen haben auszufüllen. Wir haben da wirklich 5-mal drüber geguckt, ob wir alles haben. Und eigentlich hatten wir auch alles, aber ich habe vergessen zu unterschreiben. Sehr toll, ne? Genau, deswegen ja, müssen wir den dann wieder zurückbringen. Wir sitzen jetzt mittlerweile im Auto und sind unterwegs. Wir ja, waren gerade noch am Briefkasten und haben jetzt endlich mal erfreuliche Nachrichten. Und zwar wurde endlich Tims Elterngeldantrag genehmigt. Oh mein Gott, auch mal. Die Kleine ist jetzt 6 Wochen alt. 5 Wochen hat es jetzt ungefähr gedauert. Also ich kann mich nicht beschweren. Sehr gut auf jeden Fall. Und wir haben gerade eben noch einen Brief bekommen von unserem Stromversorger. Und auch da kriegen wir eine gute Nachzahlung. Also beziehungsweise eine gute Auszahlung. Wir haben keine Nachzahlung zu tätigen. Hatten wir aber eigentlich noch nie, weil wir immer so viel zahlen, dass wir, ja, wenn immer irgendwas rauskriegen und nicht extra nochmal zahlen müssen. Sehr, sehr gut. Ich freue mich. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, nochmal zur Kindergeldkasse. Wir müssen jetzt diesen Antrag abgeben, weil ich ja, wie gesagt, vergessen habe, was zu unterschreiben. Weil mir ist es halt so lieber, dass wir das dann halt abgegeben haben. Und dann dauert es auch nicht so ewig, bis das dann bearbeitet ist, weil wer weiß, wie lange die brauchen, wenn wir das jetzt per Post schicken. Vielleicht kommt es dann auch gar nicht an. Man weiß ja nie. Ne? Deswegen ist mir das so lieber. Sagt, wir waren gerade bei DM, wie man sieht. Und wir mussten wieder ein bisschen was kaufen. Wir brauchten Windeln, Feuchttücher, Schwimmbindeln, da wir ja nächsten Monat in die Therme fahren. Und die Kleine da natürlich auch dringend Windeln braucht. Auch so noch Sachen. Ein bisschen Klamotten. Naja, Klamotten kann man das jetzt nicht nennen. Ein paar Sachen, Anziehsachen für die Kleine. Werde ich euch gleich mal zeigen, wenn wir zu Hause sind. Und wir haben auch das erste Mal Lätzchen gekauft, weil sie beim Essen immer ein bisschen schlabbert. Ja, werden wir jetzt mal einpacken und dann fahren wir nach Hause. Zu Hause. Ich sehe aus, meine Haare gehen mir mittlerweile so auf den Nerv hier mit diesen kurzen Fimmelchen. Wir haben jetzt gerade eben einfach nur die Haare hochgemacht. Wir haben uns jetzt noch was zu essen geholt. Curry, irgend so ein Curry mit Reis, wenn wir jetzt essen. So als Feier des Tages. Zur Feier des Tages. Madame Curry. Zur Feier des Tages wegen dem Elterngeldbescheid. Genau. Und danach wollte ich euch noch den DM-Haul zeigen. Ist zwar nicht viel geworden, aber dann habe ich das auch gemacht, ne? Was machst du da? Hm? Tanzt du? Tanzt du wieder? Ich habe jetzt so mein Stillkissen genommen und da ein Spucktuch drauf. Spucktuch drauf gemacht. Und jetzt liegt die Kleine hier mit ihrem Mini-Maus-Body, der schon viel zu eng wird an den Armen. Die kleine Spicky-Arme, hä? Dir wünsche ich einen guten Hunger. Guten Tag.
Im Dach. Ich dir auch. Ach, danke schön. Auch mal. Wir haben jetzt gegessen. Und hier ist unsere riesen Primark-Tüte mit den Sachen vom DM. Wir haben tonnenweise Windeln gekauft. Und zwar habe ich hier erstmal zwei Packungen Schwimmwindeln geholt, wie gesagt. Größe S ist von 4 bis 9 Kilo. Das sind 12 Stück drin. Ich hoffe, dass die passen werden. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich mache die jetzt auch nicht auf, sondern nehme das einfach so mit. Dann haben wir normale Feuchttücher gekauft. Hier diese Sensitiv-Feuchttücher. Sind 30 Stück drin, also diese kleinen Dinger für die Wickeltasche. Dann haben wir 4 Packungen von denen hier gekauft. Und zwar aus dem Grund, weil die immer ausverkauft sind und wir dann erstmal welche hier zum, als Vorrat haben, bevor die wieder leer sind irgendwo. Und zwar diese Ölpflegetücher. Die finde ich richtig geil. Dann nehme ich nichts Feuchtes danach. Also weder vorne noch der Popo oder so. Ist danach noch nass. Und das ist mir jetzt halt einfach bei den normalen Feuchttüchern aufgefallen, dass das alles dezent nass ist. Und ich nicht will, dass die irgendwie wund wird, die Kleine. Und deswegen finde ich diese Öltücher mega. Dann Windeln. Haben wir wieder die Einsach von Pip mitgenommen. Und zweimal wieder die Einsach von Baby Love. Genau. Baby Love ziehen wir tagsüber an. Und die Hip ziehen wir immer an, wenn wir unterwegs sind und nachts, ne? So, dann haben wir einmal von Puss Blue Schüchchen gekauft. Ich habe die gesehen und fand die so süß. Und zwar sind das so welche hier. Ich finde die Farbe total schön. Rostbraun, würde ich sagen, mit Blümchen. Ich fand das einfach so süß, dass ich das direkt mitnehmen musste. 7,90 € haben die gekostet. Ja, sehr süß. Dann haben wir noch andere gekauft. Und zwar fast die gleichen, die wir ja haben. Und ich glaube, die haben sie halt nicht mehr. Diese Söckchen hier. Die haben wir auch damals bei DM gekauft. Deswegen haben wir jetzt so ähnliche gekauft. Wollte die aber einfach haben, weil ich die super süß fand. Und zwar sind das jetzt hier so graue. Da vorne ist noch so ein Schleifchen dran. Finde ich sehr süß. Haben auch 7,50 € gekostet und sind 100% Baumwolle. Ja, fand ich sehr süß. Mussten dann natürlich mit. Und noch normale Socken haben wir noch mitgenommen, weil die sind ein bisschen dicker. Und wir haben zwar dicke Socken, aber die sind einfach alle viel zu groß und sind alle einfach nur weiß und so. Und deswegen wollte ich noch mit ein paar Farben was mitnehmen. Und zwar haben wir hier einmal so braune oder so. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Auch wieder dieses Rostbraun. Und dann haben wir einmal hier so Söckchen. Da ist ein Regenbogen drauf. Sind wahrscheinlich noch ein bisschen zu groß. Ist jetzt eine 13, 14. Aber gut, wenn sie jetzt nicht passen, passen sie dann, ne? Dann haben wir so eine neue Flaschenreinigerbürste mitgenommen für, also hier unten ist jetzt noch so ein Schwamm dran. Und finde ich ein bisschen praktischer. Dann kam noch Shampoo für mich mit. Mein eigentliches Shampoo gab es nicht mehr, deswegen habe ich mir jetzt mal was anderes ausgesucht. Ich nehme aber immer von L'Oréal Paris diese El Vital Shampoos. Und da habe ich mich jetzt für Hydra, Hyaluron, irgendwas entschieden. 72 Stunden Feuchtigkeit, ist halt für feuchtigkeitsbedürftiges Haar, dieses lilane hier und natürlich auch die Spülung. Und die zwei letzten Sachen. Wie gesagt, letztlich, so sehen die aus. Da ist einmal so eine Maus drauf und was ist denn hier drauf? Okay, nichts atemberaubendes. Was hier. Und wir haben noch zwei neue Nookies gekauft, weil die neues Design haben und ich fand die sehr, sehr schön. Und zwar haben wir ja von Avent alle Sachen, genauso wie die Nookies. Und da haben wir die jetzt hier mitgenommen. Fand ich sehr süß. Da sind einmal so Kirschen drauf und ein Vögelchen. Das war's. Und wir haben ungefähr, ich glaube, 64 € oder so bezahlt. So, ich wollte jetzt hier ein bisschen was umräumen, weil hier sind super viele Sachen drin, die wir nicht brauchen. Und ich denke mir, bevor die hier einfach unnötig drin sind, kann ich die auch woanders hin tun. Und dann können wir hier oben zum Beispiel unten aus der Schublade ein paar Sachen reintun. Zum Beispiel wie Schnuller und so und Schnullerketten, die wir da unten drin haben. Also wie gesagt, das ist hier unten die Schublade. Hier sind jetzt eh schon Windeln und Wickelunterlagen drin. Aber wie gesagt, hier die Nookies, die können mal hier raus. Genauso wie hier oben. Stilleinlagen sind hier drin. Dann diese sexy Netzhosen und alles mögliche. Hier rechts haben wir halt super viele Pflegesachen. Die benutzen wir zwar noch nicht, aber sind halt schon mal hier drin. So Fettwolle und noch so ein Kirschkernkissen. Und da hinten sind eigentlich nur Schuhe drin, die wir eh nicht benutzen und Müllbeutel für den Mülleimer da. Ja, deswegen mal gucken, wie ich das so sortiere. Hallo! Guten Tag. Also, wollen Sie eine Wickeltischtour machen für die neuen... Nein. Oh, come on. Was? Weil ich schon halb nackig bin. Ja, total. Also, wollen Sie erklären?
was wir hier geändert haben. Ja, hier oben ja nichts. Doch, eine Sache. Also wir haben jetzt hier die Öltücher reingetan. Ach ja, haben wir schon wieder ganz vergessen. Ne, hier sind jetzt die Öltücher drin und hier sind jetzt die Feuchttücher für den gelben Schmerz. Ach, und ich habe übrigens die Windeln aufgefüllt. Ja. Hier haben wir jetzt Vanessa Stillanlagen. Dann habe ich hier Schnullerketten. Hör auf jetzt! Ja, Schnullerketten, Nookies und so sind jetzt da drin, wie gesagt. Dann die ganzen Kärtchen und wahrscheinlich hier diese Holzplättchen, ne? Genau, so Holzkarten. Und dann haben wir hier die ganzen Pflegeprodukte und da sind die ganzen Schuhe. Ja, dann haben wir unten hier die ganzen Windeln mit Wattepads. Erstmal lesen, wie es heißt. Wickelunterlagen. Du hast gerade irgendwelche Wortfindungsstörungen. Richtig, ey. Alter. Die Tücher, die Einmalwaschlappen. Alter, was ist denn jetzt los? Und die Feuchttücher. Ach, das weißt du, das wie das weiß heißt. Okay. Und die Trage ist jetzt hier. Ah, oh, das weißt du auch, wie das heißt. Ja, haben wir sehr gut gemacht. Ja. Junge. Alter, was war das jetzt? Ja, wir haben noch zur Geburt so eine andere, ja, quasi Windeltorte gekriegt mit diesem Bärchen. Boah, geh weg. Mit diesem Bärchen hier. Und die haben wir jetzt mal auseinandergebaut. Das waren alles Zweierwindeln. Die sind jetzt hier hinten im Schrank drin. Jetzt ist er wieder ordentlich hier, die Kommode. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die jede Woche einmal umräume. Aber ist wahrscheinlich wirklich jede Woche, ne? Das Problem ist aber, man merkt erst, wenn man die Sachen alle regelmäßig benutzt, was, wo, wie am besten ist. Ist einfach so. So. Und wir haben jetzt hier noch Wäsche. Die werde ich jetzt noch schnell machen und dann werde ich das Video auch beenden. Wir haben hier unter anderem auch super viele Klamotten noch von Tims Cousine bekommen. Richtig süß. Die hat zwar zwei Jungs, aber ich finde, je nachdem, was das für Sachen sind, kann man die natürlich auch einem Mädchen anziehen oder halt andersrum. Wir haben alles geschafft. Ich habe jetzt gerade mir noch was zu trinken geholt. Sie wird jetzt so ein bisschen zocken. Die Kleine wird wahrscheinlich in einer Stunde oder so aufwachen. Oder in zwei spätestens. Dann werden wir auch schlafen gehen, ne? Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ja, okay. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir wie immer sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Und euer Feedback in den Kommentaren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst würde ich einfach sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ne? Genau. Tschüss. Tschüss.